Guten Morgen, heute sind wir beim dritten Tag und wir sind wieder im Dana Beach. Und neben mir sind Roland und Marc, Vater und Sohn. Und die werden jetzt gleich beim Holiday Check Werbespot Dreh die Hauptrolle spielen. Und mich interessiert natürlich jetzt brennend, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen, da mitzumachen? Roland, ich fange mit dir an. Oh, ja, also es war so, wir sind aus dem Zimmer gekommen und waren, glaube ich, auf dem Weg zu unserem Pool oder zum Frühstück, weiß ich jetzt nicht. Und da hörten wir haben zum einen das Plakat gesehen, Holiday Check, und da guckt man mal so ein bisschen neugierig hin und hörten halt, dass irgendeine Caro Geburtstag hat. Und da hat man gedacht, da musst du doch mal gratulieren. Leider war es nicht die Caro, die da saß. Die Caro war gerade unterwegs, aber die kam dann. Und dann haben wir das gemacht. Da sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Genau, bei dem Gespräch kam dann raus, dass sie auch noch Leute suchen für den Spot. Genau, und dann haben sie uns angesprochen und gefragt, ob wir da nicht mal mitdrehen wollen, ja. Und noch nie im Fernsehen gewesen? Nicht wirklich, nee. Und die Chance quasi genutzt? Nutzen wir mal aus, dachten wir uns, ja. Wir machen doch alles mit. Ihr macht alles mit? Was habt ihr denn jetzt vor zu sagen vor der Kamera? Oh, gute Frage. Wartet ihr quasi auf die Frage. Was ist eure Meinung zu Holiday Check? Also ich kann dir mal erzählen, wie ich zu Holiday Check gekommen bin. Ja klar. Das ist auch interessant. Es ist ja, man sagt ja mal, Urlaub sind ja mal die schönsten Wochen des Jahres. So. Also früher war es so, man geht ins Reisebüro, bucht eine Reise und das war damals so, ich habe eine Glücksreise, ja. Und damit hat mich auch das Glück verlassen, mit dem Buchen dieser Glücksreise. Und mich hat auch immer gestört, da sitzt jemand hinter dem Monitor und verkauft dir irgendwas, was du eigentlich nicht siehst. Du sagst, was du möchtest und gut, dann musst du es so nehmen oder auch nicht. Und dann habe ich gesagt, warum sitzt man nicht mal vor der, also praktisch nicht vor der Kamera, sondern vor dem Monitor und kannst dir deine Reise alleine zusammenstellen. Und da hat mir mal einer erzählt, wie gesagt, diese Reise war ein totaler Reinfaller mit dieser Glücksreise, wirklich jetzt. Und dann haben wir ihm gesagt, gut, sagt ein Bekannter zu mir, es gibt da ein Portal, Holiday Check, und seitdem bin ich aufmerksam geworden darauf. Und habe ich mich informiert und ich muss sagen, meine ganzen Reisen, und ich muss sagen, ich reise viel, stelle ich mir bei Holiday Check zusammen. Ist Roland sonst derjenige, der die Reisen immer bucht? Papa ist immer der die Reise bucht, ja, weil er sich am besten auskennt, er reist am meisten und ich verlasse mich immer auf meinen Vater. Aber hat er diesmal einen guten Job gemacht, oder? Ja, guten Job gemacht, wunderbar. Alles klar, ganz herzlichen Dank euch beiden. Viel Spaß dann gleich noch beim Werbedreh. Ja, danke. Wir sagen nochmal Tschüss. Euch auch, vielen Dank. Nettes Portal, muss ich sagen. Wunderbar.